Hallo, herzlich willkommen und Gratulation zu deiner Kaufentscheidung für diesen zweiwöchigen Beats Practice Session Workshop. In dieser Folge zeige ich dir, wie du Hi-Hats mit einfachen Mitteln interessanter gestalten kannst. Und zwar zum Beispiel, um aus solchen Hi-Hats beziehungsweise im Gesamtkontext aus solchen Hi-Hats dann solche Hi-Hats zu machen. Und wie das genau geht, das zeige ich euch jetzt, aber legen wir doch erst einmal los. So. Und zwar habe ich hier Hi-Hats, einen ganz einfachen Zweitakter, den ich hier gemacht habe. Der so ein bisschen mit, sind alles Sechzehntel. Und hier spiele ich nur so ein bisschen mit den Velocities und jetzt jeweils Taktende mache ich dann nochmal so kleine Variationen mit 32stel und Velocities und etwas anders am anderen Taktende hier. Und das Ganze hört sich dann so an. Ich habe auf dem Ganzen noch ein Reverb. Ohne Reverb hört sich das natürlich so an. So, und bei dem Hi-Hat habe ich einfach den Attack so ein bisschen verlängert. Das heißt, im Original hört sich das ungefähr so an. Das war mir nur so ein bisschen zu spitz, das nadelte mir zu sehr, deshalb habe ich den Attack hochgesetzt. So, und natürlich so ein bisschen Reverb reingemacht und bei meinem Reverb habe ich einfach so einen Chain mit einem Chorus und einem normalen Reverb. Und den Effektanteil, den regle ich hier mit dieser Chain, mit dem Mix und mit der Gain-Variable, erhöhe ich dann so ein bisschen noch die Effektlautstärke. Aber das brauchen wir jetzt an der Stelle nicht, deshalb klappe ich den jetzt hier komplett ein. Und zum Arbeiten mache ich jetzt hier, oder zum Vergleich mache ich jetzt hier einfach eine Kopie mit Steuerung D. Und mit Steuerung R benenne ich das Ganze um in Processed. So. Das heißt, ich habe hier jetzt 1:1 das gleiche, sogar dasselbe. Und das Process, das verändere ich jetzt so ein bisschen. Und zwar fange ich als erstes an. Die Hi-Hat klingt zwar nett, ist aber ein bisschen langweilig, so nach zwei Wiederholungen, also hier oder drei oder vier Wiederholungen, wird es dann so ein bisschen langweilig, auch wenn der Gesamttrack vielleicht ganz nett ist mit dem. Mit den Akkorden, mit der Akkordfolge. Oder dann im zweiten Teil, wenn hier noch so tief im Tiefbereich nochmal so die eine Kopie von dem unteren, vom unteren Teil des Akkordes dazukommt. Auf jeden Fall, es geht ja um die Hi-Hats, also die Hi-Hats werden dann nach einer Weile relativ schnell langweilig. Und das Erste, was ich da machen kann oder machen könnte, ich mache hier in den Effect-Chain-Container auf, ich packe hier mal zum Beispiel einen Flanger rein. So, und den Flanger, den drehe ich jetzt hier mal auf Maximum, damit man auch das schön hört. Denn der klingt in der Standard-Ausgabe nämlich so. Wenn man auf Process umschaltet. Also er geht relativ schnell hoch und runter. Ich drehe jetzt einfach mal die Geschwindigkeit, den LFO, ein bisschen runter, damit das langsamer vonstatten geht. Und dann habe ich hier noch den LFO, wie stark sich der LFO auswirkt, also den Amount quasi. Steht auch hier unten nochmal in der Statuszeile der LFO Amount. Und den kann ich jetzt zum Beispiel ganz hoch drehen, dann geht der so richtig hoch und runter. Ist mir persönlich aber ein bisschen zu viel. Im Moment reichen mir so die 20% und den Rest lasse ich einfach mal so bei der Standardeinstellung. Dann habe ich diese Geschichte hier.
Sowas in der Art. Okay, das ist die erste Anpassung. Dann bewegen sich die Hi-Hats schon mal. Das ist schon mal ganz gut. So, und jetzt gehe ich zum Beispiel nochmal hin und sage, okay, ich will hier bei dem Decay, was ja die Länge des Hi-Hats bestimmt, das ungefähr dann so klingt, wenn ich daran rumspiele. Das möchte ich auch nochmal ändern. Und zwar nehme ich da meinen Steps-Modulator. Und den Steps-Modulator, den werde ich jetzt mal komplett auf 64 Steps hier erhöhen. Klicke rechts hier rein und generiere mir eine Sinuswelle. Die sieht dann so aus. Dann reduziere ich das Ganze wieder, sodass die gesamte Sinuswelle über den gesamten Bereich verteilt ist. Erstmal. Und jetzt moduliere ich mein Decay so ein bisschen hier. So, das ist aber ein bisschen langweilig, weil der immer die gleiche Bewegung macht. Und wir wollten ja eigentlich von dieser Gleichförmigkeit weg, mehr zu einem dynamischen, zu einer dynamischen Veränderung der Hi-Hats. Also gehe ich jetzt hier zum Beispiel hin und werde mir dafür einen. Nee, als allererstes mache ich Folgendes. Ich schiebe das vielleicht ein bisschen runter. Werde mir hier ein Makro hinbauen und dieses Makro stelle ich auf bipolar. So, und jetzt habe ich hier in dem Steps-Modulator habe ich nämlich auch den Amount-Wert drin. Das heißt, wie stark diese Parameter hier auf mein modulierendes Element, also in dem Fall den Decay, einwirken. Das heißt, wenn ich den hier auf 0 habe, passiert hier gar nichts. Wenn ich den auf 100% habe, passiert alles. Wenn ich den jetzt aber auf minus 100% stelle, geht natürlich das Decay in die andere Richtung. So, und was ich jetzt an der Stelle haben möchte, den machen wir da schön auf 0. Ich packe mir hier ein LFO rein. Und dieser LFO wird diesen Regler hier regeln. Und zwar schön im Takt. Auf einem Bar und regelt den jetzt genau auf 1. Kriege ich es auf 1? Ich kriege es auf 1. So, und das ist natürlich ein bisschen schnell, was der da macht. Dann machen wir ein bisschen langsamer. Machen wir irgendwo hier vielleicht hier. Und natürlich muss ich den hier auch noch mal auf 1. Das war Punktlandung. Oder war es das? Ja, doch. Das heißt, der LFO ist ein bisschen ungerade eingestellt. Das macht auch gar nichts. Deshalb verschiebt sich das Ganze immer so ein bisschen. Also diese Werte, die kommen immer so ein bisschen zu einem anderen Zeitpunkt. Wenn es mir aber immer noch so ein bisschen zu gleichförmig ist, kann ich einfach hingehen. Vielleicht verschieben wir die beiden mal eins weiter. Und den jetzt wieder nach oben. Und jetzt will ich zum Beispiel, dass nicht immer die nacheinander angefahren werden, sondern unterschiedlich. Jetzt nehme ich wieder einen Steps-Modulator. Ich nehme deshalb einen Steps-Modulator, weil ich meinen Zufall kontrollieren will. Ich könnte ja auch jetzt einen Random nehmen, der einfach hin und her springt und irgendwas angeht, aber könnte mich nicht darauf verlassen, dass dieses Pattern, dieses Muster sich wiederholt. Und ich möchte aber eigentlich schon, dass eine bestimmte Wiederholung da ist, sodass ich als Zuhörer auch etwas wiedererkennen kann. Wenn ich jetzt nur random einsetze, dann habe ich ständig was Neues. Das stresst den Zuhörer und das ist nicht ganz so, das hilft mir nicht, um den Zuhörer dabei zu behalten. Also packe ich jetzt hier wieder, habe ich nicht schon? Doch, habe ich ja. So, diesen Steps-Modulator. Und was ich jetzt an der Stelle mache, ich schalte den auf bipolar und kann jetzt hier den Zufall, also den Seed, was wir auch bei den Expressions haben, den Seed mir auswählen. Und das ist jetzt eine bestimmte Rhythmik, die ich hier habe.
Und die kann ich jetzt, wenn ich jetzt den hier aufrufe, hier auf die Steps anwenden. Ich drehe den voll auf die Steps. Und wenn ich das jetzt laufen lasse, nimmt er mir irgendetwas aus diesem Bereich, was ich hier gemacht habe. Und jetzt kann ich aus dieser Sinuswelle auch nochmal ausbrechen, indem dass ich das einfach wieder auf 64 hochstelle. Ich habe ja die Modulation auf 64 hochgepackt. Und dann, weil ich hier hinten nur so einen leeren Bereich habe, kann ich jetzt hier auch nochmal irgendwie was einzeichnen mit unterschiedlichen Werten zum Beispiel. Dann habe ich hier so einen Block an einigermaßen Kontinuität und da hinten irgendetwas. Und mein Hi-Hat verändert sich jetzt quasi anhand dieses Musters. Und ich kann einfach, wenn mir dieses Muster nicht gefällt, hier nochmal draufklicken. Und ich habe, wenn auch nur sehr halb kontrolliert, sage ich jetzt mal, immer noch ein bestimmtes Muster, was sich wiederholt. Das heißt, nach einer bestimmten Zeit wiederholt sich dieses Muster immer mal wieder. Und ich als Zuhörer kann dann so einzelne Elemente finden, ah, das habe ich ja schon mal gehört, und daran kann ich mich entlanghangeln. Und habe aber trotzdem dieses relativ komplexe Konstrukt bei meinen Hi-Hats. So. Und jetzt kann ich noch folgendermaßen was machen und sage, okay, das ist alles gut und schön mit dem Flanger und allem und diesem Decay, was ich hier mache. Und jetzt packe ich zum Beispiel noch einen Kompressor hier rein. Stelle den nur so ein bisschen ein, lass das mal alles so, naja, vielleicht ein bisschen so vielleicht. Hab noch ein bisschen mehr Präsenz dadurch, das ist so die eine Geschichte. Und nach dem Kompressor mache ich zum Beispiel, damit sich das Hi-Hat nicht ständig gleich anhört, auch mit dem Flanger, packe ich zum Beispiel einen Bit 8 Bit Crusher rein. So, und der hört sich dann in der Grundeinstellung mit dem Gesamten so an. Ist nicht besonders schön, da stellen wir alles mal oder fast alles so ein bisschen zurück, außer die Glock, beziehungsweise die Glock stellen wir ganz hoch. Da haben wir kein Bit-Crushing drin, dann hört sich das so wie vorher auch an. Wenn ich hier jetzt dran rumdrehe, kann ich das Ganze hier nochmal so ein bisschen verändern. Und für den Glock hier mache ich das Ähnliche wieder mit einem Steps. Das heißt, ich baue hier wieder mein Seed quasi auf und moduliere den einfach entweder ganz runter oder nur bis zu einem bestimmten Teil, wenn ich das jetzt nicht so mega kaputt machen will. Und hier könnte ich im Prinzip genau das gleiche nochmal machen. Generiere mir hier so einen Sinus. Ziehe den mir hier so ein bisschen ran. Ich kann ja die Glock quasi zumachen, den andersrum modulieren. Beziehungsweise ich stelle den. Nee, ich muss den so einstellen, dass ich die Minimaleinstellung haben will, möchte und moduliere den dann quasi nach oben. Und kann jetzt einfach nochmal einen Steps, wo ich mir quasi wieder mein Seed zusammenbaue. So was in der Richtung. Und moduliere jetzt hier die Steps. Jetzt 32 zum Beispiel nehmen. Dann ist das nur in diesem Bereich. Oder ich nehme jetzt hier wieder die 64 und dann muss ich
aber hier auch auf 64 gehen und dann entsprechend auch irgendwelche Sachen hier einmalen, damit der da hinten nicht so im Nirgendwo rumheinst. Wie gesagt, wenn mir das hier unten zu komisch ist, dann kann ich natürlich die Glocke hier auch immer so ein bisschen nach oben stellen. Muss aber das dann oder sollte das so ein bisschen hier anpassen, damit die gesamte Dynamik von der Glocke hier auch beachtet wird. Oder ich packe das hier so ein bisschen zurück. Aber dann kommt die auch nicht mehr ganz hoch. So, und an sich klingt das jetzt erstmal so ein bisschen komplett zerstört, aber im Gesamtkontext und ich kann ja hier mit dem Mix-Knopf auch nochmal ein bisschen was rausnehmen, wenn mir das zu viel ist. Insgesamt sind einfach die Highs dann so ein bisschen lebendiger, sie bewegen sich einfach mehr und man könnte diesen Loop jetzt doch noch eine ganze Weile länger einfach hören mit so ein bisschen Arbeit dran, dass man einfach den kontrollierten Zufall durch den Steps-Modulator mit dazu nimmt und das gesamte Ding einfach so ein bisschen lebendiger gestaltet. So, wenn euch das Video nicht gefallen hat, dann kommentiert nicht, dann gebt mir auch keinen Daumen. Irgendwann höre ich dann von alleine auf. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ich euch beim nächsten Mal wiedersehe. Bleibt gesund, macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.